Und damit herzlich willkommen zur zweiten Transportführer 2 Challenge. Wir haben dieselbe Karte wie letztes Mal, aber eine Besonderheit, die Ich hasse Züge Challenge. Beziehungsweise wir dürfen einfach keine Züge benutzen. Es geht wieder um die Passagiere. Das heißt, wer schafft es mehr Passagiere zu transportieren innerhalb einer Stunde. Und wir, wie gesagt, diesmal keine Züge, aber alle anderen Fahrzeuge sind erlaubt. Obwohl man überlegen muss, wie sinnvoll hier Flugzeuge sind. Dabei ist wieder der Seidenspinner. Das bin ich, hallo. Und wir beide werden heute konkurrieren, wer am besten ohne Züge auskommt, kann man sagen. Und wie gesagt, es geht um Passagiere, nicht um Güter. Güter können wir zwar auch nutzen, um Geld zu verdienen, aber generell gewinnen tut der am meisten Passagiere in einer Stunde transportiert. Genau. Ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, wir legen los. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und Abfahrt. Zeit läuft. Genau. So, ich würde fast sagen, wir fangen an. Nein, das waren Züge. Direkt fast falsch angefangen. Ich hab vorhin auch kurz überlegt, was passiert, wenn ich jetzt leider von den Zügen auswähle. Ich habe das Gefühl, ich hatte beim letzten Mal das auf Deutsch, jetzt ist es auf Englisch, ich habe keine Ahnung, ist auch mir jetzt egal. Mhm. Ist mir jetzt mal gerade so aufgefallen. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten mache hier. Erstmal Standardstart wie letztes Mal ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Nein, ich will aber keine Gebäude kaputt machen. Das ist natürlich auch wieder sinnlos, oder es wäre Sinn. Ja. Darf schon Gebäude kaputt machen, ist ja toll. Ja, aber es wäre nur teuer, ne? Hallo, ich möchte es gerne an diese Straße anbinden. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das zu teuer ist, was ich gerade vorher überlege, was ich mache. Und das, was ich im Kopf habe, ist verdammt teuer. Allerdings, um herauszufinden, wie teuer das ist, muss ich erstmal ein Stop bzw. ein Straßennetz aufbauen. Mach's einfach mal. Wir haben 100 Millionen. Das dachte ich mal halt auch. Wir haben 100 Millionen, zwar kaum Mods, von daher. Wir haben, also wie gesagt, wir haben dadurch, dass wir sehr, sehr viele Züge Mods letztes Mal drin hatten, haben wir jetzt wir haben dadurch noch ein Schiff dazu gepackt. Aber genau. Wir haben letztes Mal auch festgestellt, dass wir kaum Fahrzeuge benutzt haben. Im Endeffekt der Ort hat das von der Fahrzeugzahl locker gereicht. Gewesen. Aber egal. Was ist los? Der Platz, den ich als Hop gewählt habe, der in, wie heißt die Stadt, in Kleinmachnow, der war vielleicht nicht ganz so klug gewählt, aber ich verlasse es einfach mal dabei. Da muss man halt, ist der Zop halt mehr in der Stadt. Das ist richtig teuer, was ich hier gerade mache, weil ich will es einfach so nutzen. Das könnte eine richtig doofe Idee sein. Okay, wenn das sollte reichen. Nein, hier hin. Das ist so teuer. Ich schmeiße so viel Geld zum Fenster raus. Oh ja, das werde ich auch gleich noch tun. Dann haben wir das durch, dann das ganze Spiel nochmal. Ja, jetzt hier geht's gut. Bitte groß. Brauche ich groß überhaupt? Hier, ja, ich nehme einfach. Hier. Sehr gut. Einmal hier. Dann brauchen wir jetzt hier. Gehen wir hier und dann geht's wieder zurück. Ich hoffe einfach, dass sich die Stadt in diese Richtung weiter ausbaut, weil weiter wollte ich es jetzt nicht bauen. Hier lang, das passt noch range-mäßig, hier lang. Dann hier und dann geht's schon wieder direkt zum Zopf. Dann haben wir Besental auch. So. Oh, mir fällt gerade auf. Die Upgrades werden auch nochmal richtig teuer. Allein was man jetzt wieder ein Upgrades ausgibt, das ist ja schon wieder. Ich hoffe, die Stadt wächst wirklich richtig schön. Weil. Nein, das fehlt verkehrt. Vielleicht war es auch echt dumm, die Idee. Ich mache aber, glaube ich, auch in jeder Stadt ein Depot. Was nehmen wir denn hier? Was sollte ich denn hier nehmen? Okay, Stadtbusse. Wir haben die 100. Die hätten wir auch letztes Mal genommen. Ich bin im Überlegen, wie ich das mache. Ob ich sage, ich. Geh direkt Full Hem rein und lass das Spiel gleich direkt laufen, wenn was losgeht, oder? Ich lasse das Spiel die ganze Zeit laufen. Das sind alles nur Passagiere. Obwohl, ich habe noch keine Fliegen-Element. Aber im Endeffekt ist es auch eigentlich sollten wir das Spiel die ganze Zeit laufen lassen, aber die Idee ist ja auch egal, weil. Also es macht halt. Du schadest dir ja nur selber, wenn du es nicht laufen lässt, deswegen. Aber ohne Linie braucht man halt nicht laufen lassen. Aber das ist halt mein Ding. Ich glaube, ich muss nämlich die Linie, ich muss das Spiel laufen lassen, damit das Ganze anläuft. Da muss man ein bisschen weiter weg, damit wir es abbringen können.
Meine komischen Dinger sehen etwas seltsam aus, teilweise beim Bau. Nicht drüber lachen. Oder ich habe nicht so ein Pubertärum mehr wie ich. Oh Gott. Ich habe Bilder im Kopf, die sind garantiert nicht jugendfrei. So ein bisschen, so ein bisschen, ne? Nein. Zack, 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 zack. Dann haben wir Anhängen. So. Machen wir einfach eins Anhängen. So sollte passen. Dum, dum, dum. Dann in Thalhofen eine neue Linie. Aber diesmal wird es spannender als letztes Mal. Hoffe ich zumindest. Zack, zack, zack. Ich will ja nicht schon wieder Haushof gewinnen. Ja. Zack. Zwei Thalhofen. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man so schön. Über die, ja. Und dann brauchen wir natürlich noch das passende Gefährt dafür. Haben wir das auch? Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen sputen hier. Hier lang habe ich das gewählt. Drei Besental. Ich finde den Namen immer noch lustig, auch wenn das solche Standardnamen sind, aber irgendwie finde ich sie ganz interessant. Zack, zack, zack und zack. Österwurt. Bist du noch da? Okay, ich habe das Gefühl, da ist jemand rausgeflogen. Ist belastend und ich habe hier noch die anderen Dinger da vergessen. Einmal hier hin, dorthin, dorthin. Das sollte reichen. Ja, ich hol dich wieder. Go. Ja, aber sonst weiß ich nicht, an welcher Stelle ich wieder ansetzen muss. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt weitergelaufen. Wäre ja eh noch ein Problem für mich. Meine technischen Probleme, mein Problem. Wenn das nochmal passiert, du bist nicht hörst, sag Bescheid. Irgendwas war gerade, mein Mikrofon hat irgendwie sich gerade aufgehängt. So. Ja, dann nochmal den Solaris, davon 5 Stück. Ja, die Strecke steht ja schon. Also die müssen wir einfach nur noch. Das ist nicht so schwer. Wie gesagt, immer wieder, wie gesagt, auf normaler Geschwindigkeit auch wieder. Auch wenn wir die voll wirklich gesagt haben, aber naja. Ja, ja, normale Geschwindigkeit. Das ist halt wirklich nicht erlaubt, schneller zu schalten. Das wäre ein bisschen unfair. Jetzt für. So. Geht das so, wenn ich das hier so durchziehe, abgeht? Ein bisschen in der Kurve, aber sollte gehen. Fünf Stück hier davon. Hallo, 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 5 Stück. Diesmal sind wir. Es geht ja nicht um Schönheit, es geht um praktischen Bau, sag ich mal. 5 Stück wieder für. Lass mich nicht. So, Anhängen. Jetzt. Ach komm, dazwischen. Da muss das möglich sein, das dazwischen zu legen. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier. Hast du deine ersten Linien sind schon fertig, oder? Meine ersten Linien sind schon fertig. Wir machen Thalhofen Central. Das passt ja sogar vom Namen her. Wie steht's? Darf ich mal einen Zwischenstand da fragen? 0. Okay. Dann geht's dort. Über 16. Oh, ich bin besser. Wo geht's denn hier mit der Brücke rüber? Das ist ein richtig langer Weg, ne? Dann machen wir da nochmal. Machen wir nochmal hier was. Wir verbinden einfach mal das mit dem hier. Upgraden müssen wir die Straßen sowieso noch.
So, das passt. Muss ich das hier noch anschließen? Genau, dann nehmen wir die Linie hier wieder, at station. Dann geht es hier vorne hin. Ich hoffe, das bringt was. Das ist nämlich arschteuer, was ich hier wieder mache. Ich bin bei 58 Millionen, ach du Scheiße. Bester Wurt. Dabei sollte eigentlich diese Kampagne günstiger sein als die letzte. Die Züge sind nämlich arschteuer normalerweise. Dorthin und dorthin, genau. Dann machen wir da einfach mal... keine Ahnung, wie bisher Okay, dann nehmen wir nicht Bus, sondern Linie. So, zack. Dafür brauchen wir dementsprechend ein paar Busse, die ein bisschen mehr umfassen. Komm, nehmen wir einfach hier eins von jedem einfach ein. Haben wir ein bisschen Mischung. Gibt es 13 Varianten, haben wir 13 Busse drauf. Oh, ich brauche gleich noch Busspuren. 13 Vehicles, dann dafür. Hier noch Umsteigestation, perfekt. Neue Linie. Und dann müssen wir ein bisschen mal upgraden hier. Dann müssen wir halt auch gucken, was wir da einsetzen an Fahrzeugen. Damit die auch ein bisschen schneller unterwegs sein können. So, perfekt. Construction not possible, ich liebe es. Was nicht possible? Construction not possible. Okay. Dann gibt's das was halt da nicht. Was haben wir denn hier für Busse? Wollen wir direkt die nehmen? Ja. Das sind doch die schnellsten, die wir haben, oder? Ja. Nehmen wir die. Aber verschiedene Lackierungen, aber das ist mir relativ egal, ich will die mit mehr Leuten. Ich muss gar nicht lang. Dann gibt es halt heute nur einfarbige Busse. Hier lang. Hier lang geht es dann auch nochmal. Was upgraden? Nee, so. Collision. Dahin upgraden. Da sind sie schon unterwegs. Da fahren sie raus, unsere nagelneuen Busse. Für das, dann müssen wir es noch hier upgraden, da vorne. Und dann sind wir, was die Buslinien betrifft, schon durch. Und die sehen cool aus. Die sehen echt gut aus. Ich wollte keine Mitfahrt machen, aber ich will jetzt einmal von innen reingucken. Danach kümmere ich mich um die nächste Stätte, weil ich habe echt keine Zeit dafür. Oh, die sind echt ganz cool. Vom Sound sind die auch echt super. So, jetzt, warte, ich bin zu sehr auf. Mal gucken, ob das funktioniert, aber sollte es. Ich hoffe, dass jetzt nicht so viele Leute den Privatverkehr nutzen, weil wir es ja immerhin die beiden Städte verbunden haben. Ich habe noch 71 Millionen. Das ist aber dadurch wachsen auch die Städte. Ich hoffe, dass das vielleicht hilft. Dann gehen wir lieber auf Large. Bauen wir eins hier hin. So. Eins hier und dann mal eins da hinten. Brauchen wir noch dafür ein Depot und dann ist, was das betrifft, auch schon wieder durch. Also gleich kann ich gefühlt Mitfahrten machen mit jeder Linie. Weil meine Pläne für diese Folge sind dementsprechend schon fast durch. Funktioniert das hier vorne, was ich hier mache? Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert hier mit den Sachen. Deckt der eigentlich schon selber was ab? Nee, die Stadt ist, glaube ich, noch zu wenig am Wachsen. Das 88C, nee. Habe ich hier irgendwo? Nee, habe ich nämlich nicht. Das ist das Problem. Deswegen können wir diese Karte für die Güter-Challenge auch nicht nehmen. Weil hier einfach nicht alle Rohstoffe da sind. Was zu bauen. Und das, naja, die können wir nicht vergrößern. Die müssen wir anders vergrößern. Und zwar, ich weiß wie. Man, diesen Fitze ja nicht upgraden können, das triggert mich ein bisschen. Kriegen wir die nicht auch? Was kriegen wir denn da hin eigentlich mit so einer Straße hier?
Deswegen, okay. Die, ich weiß nicht, ob das. Wir hätten auch wieder die Autobahn nehmen können, aber wir nehmen jetzt die hier. So, ich habe mir ein bisschen gesagt, was ich gerade hier mache. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Na gut. Ich habe mich schon ein bisschen um Autobahnbau gekümmert. Ich würde dir mal interessieren, ist auf deinem Wasser schon Betrieb oder hast du nur Betrieb über Land bisher? Ich habe bisher nur Betrieb über Land, aber das kommt jetzt auch gerade. Die Schiffslinie. Während draußen wieder der Regenguss des Todes ist. Bei uns ist gerade trocken. Ich habe auch irgendwie auf Twitter habe ich gelesen, dass Leute mit Weltuntergang geschrieben haben. Habe ich auch gedacht, ja, was? So, haben wir das jetzt auch erledigt. Schiffe. Lassen wir die jetzt ganz fahren oder nur auf dem Abschnitt hier vorne? Das wäre, glaube ich, eine Zubringerlinie, ja, da machen wir das so. Wir haben halt nur ein Schiff, ne? Das ist das Problem. Also ein Zusatzschiff. Das wäre diese Wessel. So. Da sind 30 Stück drauf. Dann müssen wir die jetzt nochmal kaufen. 5 Stück. Nehmen wir da, wollen wir die mal nehmen? Da fahren wir nicht so viel mit. Dann nehmen wir mal die. Da können wir ein paar verschiedene Lackierungen machen. So. Das wäre dann. Habe ich die hier? Das wäre die. Ich hoffe, das reicht an Fahrzeugen. Wir schauen mal eben, was der andere Takt sagt. Seid ihr eigentlich voll, wenn ihr fahrt? Ihr seid leer. Also Leute, warum fährt denn da keiner mit? Sollen wir noch welche dazu kaufen? Haben wir das auch? Brauchen wir jetzt noch Verbindungen noch dort, dass dort Leute aussteigen können? Buildings. Zack. Wir haben ja einen 6 schon. Brauchen wir noch wieder Buslinien? Hold on. Nein, jetzt habe ich es einmal gemacht. Wir überarbeiten. Kann ich eigentlich noch diese weiter ausbauen? Nach 288 nach bisher Ending noch. Ending kommt die. Haben hier Autos? Ja. Und Schiss, Privatverkehr wird jetzt hier verboten. Nach Österwort kommt das. Danach kommt es Besental. Das ist ja wohl erlaubt. Oder gibt es eine Regel, dass man Hauptlinie nicht abreißen darf? Nee, haben wir nicht festgelegt. Also. Nach Besental kommt es aber dann nochmal. Jetzt zwinge ich die in meine. Obwohl, das Problem ist, dann wachsen die Stadt. Nee, doofe Idee. Ich baue das wieder zusammen. Dann verkleinern sich die Städte, fällt mir gerade ein. So, zack. Wir machen mal hier so eine richtig langsame Strecke. So. Kunden sehen gut aus, da sieht's okay aus. Da kann's. Da sollten wir noch einen Bus nochmal rausschicken, würde ich sagen, oder? Da ist auf 3 Minuten, das ist vielleicht auch auf 3 Minuten. Was dann 450 drauf, das müssen wir mal erstmal anlaufen. Die Linie haben wir geschafft, dann können wir uns nur noch hier umkümmern. Ja, hallo. Wir nehmen einfach nur kleine Stück, kleine davon. Was sagt deine Zwischenbilanz? Meine Zwischenbilanz sagt. Okay, Moment, das müssen wir klug machen. Müssten wir auf dieser Seite platzieren, weil hier kein Dings ist. Zwischenbilanz sagt 291. Okay, du führst. So, 5 Millionen kostete der. Was nehme ich da? Ich muss das, glaube ich, anders nochmal machen. Ich werde nochmal einen Gegenbus bauen. Bauen wir noch explizit die Linien, die halt nur vom Zopf hier hingehen. Problem ist, ich habe noch nie hiermit gearbeitet, ich habe keinen Plan, wie das funktioniert, aber das ist auch egal, wir lernen das einfach jetzt mal. Bestimmt mich jetzt mal so. Was ist dumm mit den Bäumen? Kann es sein, dass die Bäume nicht mehr dort sind? Dann müssen wir sie deleten. Ach ja, was ich noch machen muss natürlich, dass das funktioniert, ist mir gerade eingefallen. Sonst fährt er hier kreuz und quer und bringt überhaupt nichts. Schön. Ich muss natürlich wahrscheinlich das alles wieder umändern, dass dann auch auf der anderen Seite hält. Ich weiß nicht, ob er das automatisch macht. Müssen wir gleich mal beobachten.
Da müssen wir wahrscheinlich jetzt. So. Ja, macht er automatisch, sehr gut. Zumindest teilweise. Ich meine, das ach, hier vorne war hier noch nicht. So, ich hoffe, dass der jetzt den Rest abdeckt hier. Dann kaufen wir da vorne noch mal was für. Wobei, das sind Sachen, die machen wir nicht jetzt. Die machen wir, die Verschönerung machen wir später. Erstmal müssen wir uns um die essentiellen Dinger kümmern, nämlich dass der Mist ja auch anläuft. Deswegen bauen wir jetzt hier eine Straße hin. Die wir hier nach hinten anbinden. Zack. Dasselbe Spiel machen wir hier. Ist das angebunden? Nee. War richtig unschön, aber das muss halt reichen. Schauen wir mal eben, was die Takte so sagen. Ja, welche Linie war das jetzt? Linie 7 ist auch richtig geil aus. Richtig okay, dann geil daneben. Einer dazu kommen. Ach, Aussehen. Wer kümmert sich denn ums Aussehen? Das jetzt 7. Okay. Dann eine letzte Linie, würde ich sagen. Oder eine vorletzte. Wir brauchen hier oben noch eine hoch. Ja, dann machen wir das auch hier mal. Wie viel wollen denn hier mal mit den? Sind die voll? Nee, sind sogar relativ leer. Hier haben wir schon also so nach oben. Hier ja, kommt die Ampel weg, ich brauche keine Ampel. Ja, dann machen wir noch hier einen Drop-Off hin. Das könnte echt ein Problem sein, fällt mir gerade auf. Das verlangsamt den Verkehr nämlich, glaube ich, wirklich. Ich habe eine Superset gelassen. Also die wegzumachen. Weil das schöner aussieht. Aber hier. Das ist ein Problem wert. So. Passt. Hier noch weg. Hab ich nicht dran gedacht. Das müssen wir noch ein bisschen das Terrain angleichen. Belastend hier. Jetzt beschäftige ich mich hier mit dem Tool, weil das nicht wirklich schön nach unten geht. So, nach unten, danke. Und jetzt auch gerade. Oh Gott. Komm. Jetzt sollte es erstmal reichen. So. So, zack, dann jetzt Buildings, dann wieder auf dieser Seite. Oh, die steckt weg schon ganz gut. Wir wollten uns jetzt. Mache ich hier, spiele ich zu sehr rum. Ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen. Einmal von hier. Machen wir einen Rundkurs daraus. Ich glaube, wir machen zwei Linien. Wobei, nee, wir haben nur einen Ach, Ding. Das ist jetzt eine Stadtstraße, ne? Ja, genau. Wollte ich auch. Wir machen einfach einen Rundkurs, würde ich sagen. Weil das andere macht wenig Sinn, oder? Hätte ich Schiff auf Wasser nennen können. Aber wir haben halt nur eins, ne? Das macht halt dann schon Sinn. Das Ding ist, ich habe einen kleinen genommen, das ist das Problem. Richtiger Profi.
Wir passen hier rein. 12, 14, 15. So, was nehmen wir da? Ich würde jetzt gar nicht mal die nehmen. Wir brauchen nur irgendwas, was 100 fährt. Das ist alles zu wenig. 17 Leute. Aber ich gebe uns Geld dafür. Nehmen wir 126, nehmen wir den. Oh Gott, mir geht das Geld aus, geil. Egal, müssen wir mit leben. Luft. Ach, nicht neue Linie. Ah. Gut, dann müssen wir nur noch Linien vom Zop dorthin machen. Jetzt hier vom Takt aus und mal schauen, ob der Takt gut ist. Talhofen. Ja, passt super. Ich hoffe, ihr kriegt eure Geschwindigkeit hier auch ausgefahren. Ja, das haben wir klug. Und hier verdienen die auf einmal Geld. In meiner Kampagne haben die nie Geld verdient, die Viecher. Nehmen wir mal den Volvo dafür. 3 Stück sollen reichen. Warum warten hier so viele? Auf Linie 5. Ist Linie 5 die Zubringerlinie für. Das ist Linie 5, ne? Für. So, Linie 5. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch eine Straße durch. Ja, müssen wir wohl. So, zack mal. So, hier haben wir 3 Stück. Was mir gerade auffällt, dürfen die hier tatsächlich nur. Ey, der ist ja langsamer als die andere Straße, das wusste ich gar nicht. Ups, das war ein Fehler, da muss ich die so ausbauen, tut mir leid. Ist ja bescheuert. Niemals hier eine Autobahn bauen sollen. Hier hin. Ist der Wurt. Wir müssen nur noch. Ne, Talhofen müssen wir auch noch, oder? Ne, Talhofen haben wir schon. Mhm. Wir müssen nur noch hier Besental und dann sind wir auch, was das betrifft, komplett durch. Hier brauchen wir nicht so viele von. Alter, das ist so nah dran, Besental. Da reichen mit. Ja, passt. 2 Busse vielleicht. So, was sagt denn die Uhr eigentlich? Meine Uhr ist verdeckt. Du hast doch Timer gestellt, oder? Hoffentlich. Timer gestellt, ja. Sehr gut. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 32. Okay. Ja. Ich kann nichts mehr tun, als zu gucken, wie die Zahl wieder geht. Ich werde gleich mal gucken, was ich noch verbessern kann, aber sonst bin ich auch fast fertig. Komm, wir können ja einfach mal. Gucken wir mal. Da wollen welche hier mitfahren, ne? Mit der Linie. Wir fahren einfach mal mit der Linie 10. Mit. Wir gucken mal so, als ob wir einer von der der Personen sind und Welche nehme ich da bei Linie 10? Fahren einfach mal aus der Sicht der Person. Doch, die mit. Nehmen, ne? Die sind auch relativ schnell. Das sind sogar 26 rein. Mhm. Sofern bald ein Bus kommt, aber so lange haben wir die in der Kamera. Ach, ich bin Trottel. Jetzt habe ich die Linie zweimal gebaut. Da muss ich auch noch wieder löschen. So, was haben die, sagen die Takte so von den Fahrzeugen? Okay, kommt der eine Bus, das ist aber immer noch nicht der Bus. 4 Minuten Linie 11. Kann noch ein Zug wirken oder 2.
Welchen Bus haben wir nochmal genommen? Ach ja, diese Mischmaschbusse. Nicht den Citaro. Nehmen wir 5. Er wollte dabei verpassen. Linie 4 hat 22 Leute, die erwarten. Das ist Linie 4 der Rundbus. Das ist Linie 6. 4 ist der Fernbus, ne? Ja, okay. Braucht auch noch tatsächlich mehr. Voll, also der eine ist hier. Ich weiß nicht, wir haben das Geld. Komm, wir machen jetzt einfach mal noch einen dazu. Okay, Fakt ist, wir haben zu wenig Busse dafür. Aber wir haben sie einfach. Das Problem ist halt. Bist du pleite eigentlich? Ich glaube noch nicht. Aber ich bin kurz davor. Das Problem ist, wenn man halt eine Linie gemacht hat, dann schickt man ja einfach Busse drauf. Das heißt, die sind so getaktet, dass man halt. Wir lassen den Lothar Wolf mal hier so im Dings und gucken. Oh, Linie 5 wird nachgefragt. Wir bekommen auch noch neue Fahrzeuge. Da kommt da ja der erste. Was Bus war das Problem? Dass man halt immer direkt auf der Linie schickt und dadurch halt, wenn man halt eine Mitfahrt machen will, einfach so, weil man halt nichts zu tun hat, dass man halt dann Ewigkeiten warten muss, weil sie alle hintereinander herfahren, die Busse erstmal so nach dem Motto, ne? Ja, das kommt vor, aber die verteilen sich ja. Ja. Yeah. Mit der Zeit. Aber der Bus kommt da gleich, dann können wir kurz eine Mitfahrt machen damit. Und dann in den hier, warum ist hier schon wieder eine Ampel? Ach ja, weil. Also ich hab noch 3 Millionen. Sagen wir es mal so. 7. Er läuft. Wie viel Leute hast du? 680. Okay, ich bin 100 hinter dir. Also ich bin. Ja. Okay. Da warten auch schon Leute, da können wir auch gleich den Mitfahrten machen. Da kommt der Bus, mit dem wir fahren können. Kommt ja auch mal einer von euch an oder fahrt von auch zu sehr noch hintereinander her? Hä, warum denn Teil Open Central? Das ist doch nicht der richtige Bus. Ich bin verwirrt. Oh. Komm, bitte steig ein. Das ist, das ist ein Paradies für Flixbus und so. Die Flixbus-Welt, kann man das auch nennen. Also ich habe jetzt nicht nur Flixbus unterwegs, aber für ein Busunternehmen, wenn es keine Züge gibt. Endlich ist die Konkurrenz von der Schiene weg. Was mache ich noch? Was passiert hier? Hallo? Die Ansicht ist doch kacke. Oh, hier warten auch mega viele. Wo warten die alle auf? Linie 5. Okay, Linie 5 wird verändert. Ich hoffe, dass ich das hinkriege irgendwie. Ich werde dann nämlich einen anderen Bus einsetzen. So leid es mir tut, auch wenn ich die schön finde. Fahrzeuge verwalten. Fahrzeuge setzen. Sehen, ob ich das ist teuer. Das geht. Und tschüss. Es mag sein, dass wir jetzt zu viel Kapazität haben, aber die sind genauso schnell. Jetzt kurz auf 30, dann geht's aber gleich hoch auf 80. Was steht hier? Linie 4 warten ja auch viele. Ich überlege, ob ich das bei Linie 4 auch mache, weil die einfach viel mehr Kapazität hat. Ja, komm, machen wir. War gut, dass ich Geld leihen darf. Ersetzen. Weil die haben viel mehr Kapazität, sind genauso schnell. Also im Endeffekt könnte sein, dass die vom Beschleunigen ein bisschen langsamer ist. Das kann sein, aber sollte trotzdem passen. Wie sieht das hier aus? Na, hier geht's, finde ich. Fahren auch nicht so viele mit, ehrlich gesagt.
Wo sind denn die ganzen Bosse der Linie 5? Alle so verteilt. Ist Linie 5, ja, okay. Ich weiß, dass ich gerade mit den Takten übertreibe, aber es geht ja nicht darum, dass er vollfahren, es geht darum, dass er genug Kapazität haben, um bloß keinen da zu lassen. Ja, ich habe gerade damit habe ich auch ein Problem ein bisschen. Auf der Landstraße Ampel zu haben, aber keine Lust, es zu ändern. Fünf, okay. Ist ja kein Schönbau, ne? Mhm. Was macht ihr denn hier? Ach du Scheiße, was machen die Busse hier? Stehen ineinander. Okay, ach, die fahren ja auch alle gestaffelt ineinander. Sehr gut, egal. Machen wir die Straße ein bisschen schneller, damit die da auch schneller durchkommen. Ich weiß nicht, ob was bringt, aber. So. Ach, jetzt bin ich doof. Jetzt habe ich ganz viele Häuser weggerissen. Das hat mir mega viel Geld gekostet, weil ich ein Trottel bin und eine Landstraße genommen habe. Logisch, dann reißt er die ganzen Häuser an der Seite weg, wenn ich die vergrößern will. Das war dumm. Ah, die sind alle so halb leer, ne? Ah, er fährt leer, aber lass ihn leer fahren. Ist mir so Latte. Ist mir so egal. Ich hoffe nur, dass die Leute da hinten nicht mehr wegkommen. Wo fahrt ihr gleich nochmal lang? Linie 5? Ach, ihr haltet hier vorne nochmal. Okay, Linie verwalten, das wird jetzt geändert, glaube ich. Ich glaube, das ist Schwachsinn, oder? Ja. Wo nicht, komm, lassen wir es erstmal. Weil normalerweise sollten da noch viele hier zusteigen können. Ach stimmt, das geht erstmal hier hin. Ah, da war ja was, ganz vergessen. Scheinen hier auch welche aus? Tatsache. Und tschüss. Hier auch? Ja, wir müssen die Frequenz erhöhen hierfür. Hier müsste ja dasselbe Problem sein, ne? Und tschüss. Was mache ich jetzt noch? Wollen wir noch Querverbindung hier? Ich weiß nicht, was bringt, ehrlich gesagt. Überlege gerade, was ich noch Gutes machen könnte. Ja, das Zugtab, das brauche ich gar nicht aufrufen. Das ist verbitten. Also, das ist irgendwie schon anders beruhigend, so nach dem Motto, man hat warum nutze ich eigentlich sowas nicht? Was? Mir fällt gerade auf, dass ich keine einzige Tram fahren habe. Oh Gott, diese Straßenwechsel. Sind die denn irgendwo sinnvoll? Die sind noch, ein Tram sind eigentlich langsamer, deswegen sind nur innerhalb der Stadt vielleicht sinnvoll. Naja, komm, das wird auch schon passen mit dem Bus. Überlege gerade. Das ist echt ein Problem, dass ich die. Da machen wir es anders, okay, ich habe eine Idee. Kommen die von hier unten? Ja, ne? Ja. Okay, machen wir es so. Bisschen die Städte verbessern. Ist das da hinten hinbringen, oder? Wo ist denn das jetzt hier? Hier hinten? Nee, doch nicht. Da ist es. Okay, das passt sehr gut.
Oh. Immer nur mit 80 auch überbrettern. Langsam wird mir auch langweilig. Muss ich zugeben. Was ist langweilig? Langsam ist mir langweilig, hier die mitzufahren mit Überlandlinie. Ja, stimmt. Okay, wir sind bei minus 2 Millionen. Easy. Na, ich hab. Nimm doch einfach Kredite auf. Ja. Ist ja erlaubt. Gucken wir jetzt auch mal die Frequenz an. Die ist gut. Ich hab da noch gar keine hin gemacht. Och, ich bin auch ein Troll. Jetzt brauche ich aber Kohle. Ich hätte hier welche gekauft und hingeschickt. Nein. Oh, was soll ich denn das? Da hatte ich hier nicht. Nee, das war eins, genau. Neue Linie. So, dann passt das auch. Das sind 55 von 75. Da sind nur 4 von 450. Die Linie macht halt absolut null Sinn. Eigentlich ist egal, was wir nehmen, oder? Nee, wir nehmen den. Günstiger. Das müsste doch Linie 11 jetzt hier sein, ne? Hä? 10, okay. Müssen wir auch mehr drauf packen auf Linie 10? Dann haben wir jetzt einfach hier welche von noch. 3 Stück sollte reichen. So, vielleicht bringt es was. Vielleicht bringt es was. Man weiß es nicht, aber vielleicht bringt es wirklich was. Was sagt die Zeit? Ich hab mein. Ich sehe die Zeit von mir leider nicht. Hört er? 18 Minuten. Okay. Wir sind mit 3 Minuten. Wir können das noch verbessern. Damit mehr Leute mitfahren können. Machen wir es einfach mal. Mit weniger Emissionen. Ah. Oh, die sind voll. Linie 4. Ist das immer so? Linie 5 hat. Alter, Linie 5 hat auch eine Nachfrage. Okay, neue Linie 5 braucht neue Fahrzeuge. Da ballern wir jetzt mal richtig rein. Mach mal. Über zu viel oder zu wenig. Da sind auch 15 Leute mit drin, wir brauchen halt, da passt halt keine Sau rein, ey. Tschüss. Ich wundere, dass hier bei 58 von 75 ist, das ist schon heftig. Jetzt haben wir es mal einfach hier rein. Na gut, hier stehen jetzt kaum welche. Aber gut, man darf halt nicht vergessen, das ist eine kleine Karte. Es kann natürlich sein, dass wir auch mit einer großen Karte das machen, um halt andere Challenges zu machen. Was meinst du dann? Och, das ist eine Kolonne. Von den Mods haben wir halt nur ein Schiff. Und ansonsten geht's weiter. Also, keine Ahnung, für längere Strecken. Wir müssen die hier noch wegmachen. Was sagt dein Zwischenstand? Zwischenstand sagt 962. Okay. Dann sagen wir so, ich führe jetzt. Und zwar mit, was hast du gesagt, 900? 963 mittlerweile, ja. Okay, dann ein bisschen mehr als 100. Obwohl, nee, Quatsch. 150.
Oh, hier ist aber auch viel los. Ich hätte hier mitgehen sollen, mal schnell. Linie 11, okay. Linie 11, braucht neue Fahrzeuge. Bei Linie 11 machen wir dasselbe mit den anderen. Wir nehmen die. Passen aber deutlich mehr rein, ist genauso schnell. So, erweitern wir das Ganze mal. Ein paar mehr damit können. Aber es ist wieder knapp, ne? Ja. Ist halt auch anders, ne? Also. Ist schon anders. Sieht eigentlich aus, sind die Städte ein bisschen gewachsen. Ja, ein bisschen. Die Städte sollten ja eigentlich noch ein bisschen besser wachsen hier. Aber da ist noch nichts angekommen. So, gut, passt. Vor allem ist auch interessant, also beim letzten Mal sind wir ja eigentlich hauptsächlich über Schiene gegangen, bis auf sag schnell, bis auf halt die Busse innerorts. Und bei mir, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei dir gewesen ist, ich habe auch noch Überlandbusse mitgenommen. Ich hatte keine Überlandbusse, ich hatte letztes Mal nur Schiene, Busse innerorts, glaube ich. Hatte ich noch was? Also für Personen hatte ich nur das. So. Und die eigentlich noch? Oh, könnte man das nicht auch irgendwie herstellen? Sehr interessante Warenkette, nee. Das machen. Muss hin. Okay. Hinten. Ist hier irgendwo ein Steinbruch? Hier. Puh, ist aber ab vom Schuss. Na ja, gut. Linie 11 und Linie 4. Na ja, gut. Linie 11 sollte jetzt aber auch mehr Platz drin haben. Gut, teilweise sind sie voll, ne? Brauchen Linie F noch was zu geben? Komm, was soll der Geiz? Wir warten auch hier die Menge. Das ist ganz cool, dass wir da mehr mitgenommen haben. Hier warten wie viele? 40 dafür. What the? Wir brauchen mehr Busse. Wir müssen die Frequenz erhöhen. Safe Call. Hier wartet halt kaum jemand, da ist die Frequenz schon relevant. Wir machen sogar gerade Kohle, das ist nice. Dann machen wir das so bei wie. Ich mache minus 11 Millionen. Weil ich teilweise viel zu viel Busse einsetze. Kommen hier schon die ersten auch an? Ne, die brauchen glaube ich nur ein bisschen, bis sie da sind. Ja. 12 Busse waren Safe Call zu viel, aber mal gucken. Ach, wenn du kannst ja noch Kredite aufnehmen. Das denke ich mir auch die ganze Zeit, dass du dann hatte. 98 Sekunden, das kann man immer machen, ne? Bisschen langsamer als die Innerortstrecken, aber gut. Aber damit das hier nicht so eine Geschwindigkeitsverlust gibt, sollten wir hier nochmal ein paar Upgrades vollziehen. Hätten wir vielleicht noch vorher machen sollen. Warten wir mal. Ach, jetzt habe ich verbaut. Ich wollte eigentlich die nehmen. Kriegen wir das hin? So. Dagegen. Ich habe gerade gesehen, dass das irgendwo gegen da geht. Zack. Ach, das geht jetzt nicht. Warum nicht, Spiel? Mal sie mal weg hier. So. Auch hier warten mehr als 50, das ist nicht gut.
Also es ist sehr gut, dass wir gerade Busse noch mit draufgeschickt haben. Ach, nehme ich eine Stadtstraße? Ich bin zu viel ein Trottel. Ich würde dann Straße nehmen. Gut, das passt. Jetzt das hier. So, Moment. Wir brauchen dies, genau. Und wir brauchen hier vorne noch. Ja. Ich hoffe, das bringt was. Wo muss denn das hin? Da hinten, ne? Ja. Ich glaube, die kommen eh nicht mehr an. Bis das Spiel zu Ende ist. Hier warten jetzt auch unfassbar viele. What? Oh, ich kack ins Beet. Eins davon startet gleich. Das landet da gerade. Belastend. Müsste doch gleich zu Ende sein, oder? 9 Minuten haben wir noch. Das könnte klappen mit dem, was ich vorhabe. Vermute mal, die fahren jetzt umsonst. Steht hier hinten an Linie 6. Was ist denn Linie 6? Das ist nicht die Stadtlinie? Ja, na gut, dann. Einer ist weggefahren. Die rumbacken, die Busse, ey, das ist der Wahnsinn. Die warten auch wieder so viele Leute, das ist halt echt kacke. Linie 4, okay, ja gut, Linie 4 ist. Komm, wir gehen Fulham. So, Busse bei Vehicles. Nehmen wir davon welche. 8 Stück. Da kommt der voll. Ja, sehr gut. Wie viele Sekunden sind wir jetzt? Nur 79. Ja, die ist ja noch. Die Karawane hier. Ob die Städte, oh, die Städte entwickeln sich aber schon ganz gut. Ich glaube, sie waren aber letztes Mal größer teilweise. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal, weißt du noch, das letzte Ergebnis vom letzten Mal ist ja interessant, ob wir jetzt mit Bussen mehr transportiert haben als mit Zügen. Ich glaube nicht. Definitiv nicht mehr. Du hattest irgendwas mit 3000. Echt? Ja. Ich dachte irgendwie 2000 oder so. Ich meine 3000. Machen wir nicht da noch was anderen? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, die halten doch hier auch. Hä? Verwalten? Nun, dann verschlucken wir mal das Boot. Aber sollte das jetzt passen? Wie auch, dass die hier halt. Die fahren jetzt wieder relativ seltsam hier. Können hier mal ein paar Busse hier noch ankommen? Dass die Zahl noch ein bisschen hoch geht. Hier zum Beispiel, ja, die sind voll. Sind die immer voll? 143 von 150. Oh, ich muss. Okay, komm. Bleibt nichts anderes übrig. Da waren auch so viele Leute. In 10. Ja. Jetzt haben wir die Zeit auf 66 Sekunden. Die einzige Linie, die mehrere Minuten braucht, ist die Buslinie, die Schiffslinie.
Nee, bei mir sind die alle vom Takt mittlerweile, glaube ich, irgendwie bei halbe Minute oder so. Muss ich mal schauen. Ja, die Busse alle. Oh, hier unten, Linie 8. Welches Linie 8? Ich kann Staus geben, aber in der Luft. Oh, okay, dann könnte ich bei Linie 8 auch umändern. Wie gesagt, Profit ist scheißegal. Wir können auch mal irgendwann eine Profitrunde machen, wo wir dann darum geht, wer Profit macht. Ja. Das wäre, glaube ich, auch interessant. Oder der einfach mit dem höchsten Kontostand rausgeht. So. Das war Linie Nummer 8. Bald neu setzen. Mal trotzdem nochmal so, ich weiß nicht, ob es nötig ist, da fahren halt eigentlich nicht so viel mit. Oh, ich bin verdient auch fast. Was ist das denn hier? Bodenstau. Linie 8. Linie 8? Linie 11, geht denn eh schon voll. Oh, die stauen sich hier auch schön. Wir haben früher angefangen, aber es ja auch besser ausbauen können, dass wir noch eine zweite hinpacken daneben. Eine zum Starten. So, einen. Was haben wir sonst noch so? Ich glaube, wir können jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, ehrlich gesagt. Wir können nochmal einsteigen. Ich einfach mal hier langfahren lassen. Es wäre sogar klüger gewesen, wenn wir hier mit mehr angefangen, eher angefangen hätten als mit der Überlandlinie. Womit willst du mehr anfangen? Es hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht, wenn ich mit der Überlandlinie eher angefangen habe als mit den Flugzeugen. Noch weil ich andere Flugzeuge genommen hätte. Wir haben noch drei. Du hast Flugzeuge genommen? Ich habe Flugzeuge genommen. Krass. Ich habe alles genommen, bis auf Züge. Ich habe gar keine Flugzeuge genommen. Ich habe gedacht, das lohnt sich nicht. Das ich habe schon einige mit. Das Problem ist, ich habe halt langsam, also nicht. Ich habe halt die am meisten Kapazität haben, genommen, nicht die am schnellsten sind. Das war vielleicht auch wieder ein Fehler. Ich habe auf die Zeit, auf die Geschwindigkeit nicht geachtet. So, ich glaube zwar nicht, dass das noch was bringt. Wie viel Zeit? Was auf die Zeit? 3 Minuten noch. 3 Minuten noch, okay, dann Endspurt. Ich fürchte aber, ich kann nicht mehr viel machen. Also ich kann jetzt alle Linien noch ausbauen. Nichts mehr machen, ich kann einfach nur warten und hoffen, also ja, und die Niederlage eingestehen. Wieso, wie fährst du? 1,3. Okay, da bin ich wirklich ein bisschen höher. Sogar, glaube ich, deutlich halt fast so genauso wie letztes Mal. Kann dir ja gleich mal sagen, wo ich... Aber du, eigentlich, du kannst mir nicht mehr aufhören, also egal. Ich bin schon über die 2000er. Uff. Interessant. Ich glaube, ich muss nochmal das genau analysieren, was du gemacht hast. Wir müssen mal eine Analyserunde danach machen. So richtig fachlich. Und dann so, das war falsch. Können ja mal ein Dings dazu einladen. Verkehrsingenieur. Definitiv. Da willst du sagen, was wir falsch gemacht haben. Sehr viel Zeit dafür haben. Mhm. Wir sind aber von der Beschleunigung wirklich schlechter, als die ich vorher eingesetzt habe. Das hätte ich mal bedenken müssen. Die wirklich schlecht beschleunigen teilweise. Hätte ich doch lieber die anderen, aber die anderen hatten die Hälfte, nee Quatsch, oder 10 Plätze weniger. Vielleicht war auch der Clou an der ganzen Sache, dass du das Spiel schon vorher laufen ließ, gelassen hast und nicht wie ich, erst nachdem die Buslinien standen. Naja, aber ich habe ja auch schon laufen lassen, als ich noch gar nicht gestartet habe, so wirklich. Also. Ach sicher, ich hab Play gedrückt, als quasi der Timer losging. Also ich habe 3, 2, 1, zum Timer starte ich meistens das Spiel. Weil die Städte sich ja auch schon ausbauen in der Zeit. So. Ja, und ich mache immer erst, wenn der Timer losgeht, dann startet das Spiel. Also dann lasse ich das Spiel weiterlaufen. Es kostet zwar Geld, aber ich glaube, die Städte bauen sich in der Zeit ein bisschen aus, weil sie halt... Wir sind noch beim Juni 21, hätten das mal aktualisieren können. Huch.
Wann bist du? Ich bin noch beim Juni 21. Ich auch, ich habe nichts, das dann hätten wir vielleicht weiter mal profihaft aktualisieren können und jetzt nicht das bemerken. Ach, egal. Aber das ist, macht ihr keinen Unterschied. Ist ja nicht so wichtig, welches Datum wir haben. Wichtig ist, dass wir die ganze Zeit auf Play lassen. Beziehungsweise, nee, eigentlich wisst ihr, dass wir nicht schneller als langsam schalten. Weil, Play lassen ist deine Sache. Kannst ja auch die ganze Zeit anhalten, verlässt du halt. So. Aber du hattest zwischendurch geführt, da hab ich schon gedacht, oh. Ob ich das wieder einhole? Timer ist durch. Timer ist durch, sehr gut. Dann würde ich sagen, stopp. Diesmal ohne Klingel. Dann lass uns nochmal kurz drüber, vor nochmal zwei, drei Worte drüber verlieren. Ihr kennt ja meine Strecke, ihr seht das. Ich habe übrigens Speedboote genutzt. Auf dem Wasser. Ich auch. Allerdings nur, okay. Lass mich gucken, zwei Stück, glaube ich. Boah, drei Stück. Fünf, sechs oder sieben. Relativ viele. Zwischen Besental und Talhofen war gut, das ist die einzige sinnvolle Verbindung. Ich habe in Talhofen auch so einen kleinen Kanal oder auch in Besenthal so einen kleinen Kanal zur Stadt hingebaut. Okay. Das war nämlich am Anfang, wo ich dachte, das wäre zu teuer. Hätte ich sogar noch weitermachen können, um die Stadt besser direkt anzubinden. Mit dem Schiff habe ich das so gemacht, dass ich Besenthal, Talhofen und Anning verbunden habe. Allerdings Anning dann halt über eine Überlandlinie, beziehungsweise alle Haltestellen habe ich über eine Überlandlinie angeschlossen. Zu den Booten, die er ging. Und ja. Wie ist eigentlich dein Endstand? Mein Endstand ist knapp 1400, 1398. Okay, ich habe 2226. Das ist schon. Ich weiß nicht, was hatten wir letztes Mal auch so 1000 Unterschiede, oder? Hatten wir letztes Mal wenig? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist gerade gar nicht mehr. Ich habe auf alle Fälle. Über der Linie habe ich. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich 38 Busse. Das sind gerade auch 143 von 535 drin, weil die irgendwann explodiert ist. Genauso wie die Luftlinie. Da habe ich, glaube ich, mit 5 Fahrzeugen gestartet und bin jetzt bei 20 Fahrzeugen. Und die sind relativ voll. 200 von 300. Also ich habe zum Beispiel beim Fernbussen habe ich so, warte mal, ich kann mal kurz auf die Fernbusse hier gehen. 102 von 546, 216 von 390, 162 von 260, 120 von 182. Ich habe bei den Fernbussen umgestellt irgendwann auf die. Ich hatte am Anfang diese Mercedes und diese Mod-Fahrzeuge, ne? Mhm. Bis mir aufgefallen ist, dass diese Standard, dieser Ami-Bus, der so ein bisschen aussieht wie so eine Straßenbahn. Streetcar ist der, glaube ich, so. Dass der genauso schnell ist. Und 26 Leute transportieren kann. Okay. Und ich habe Autobahnen gebaut, unter anderem. Ich habe die Landstraßen, habe ich genutzt, so eine mittlere Landstraße. Hast du neue Landstraßen gebaut oder hast du nur genau die Landstraßen von der Führung so gelassen, wie sie sind? Ich habe die von der Führung gelassen, wie sie sind. Ich glaube, das ist der Fehler. Weil ich habe teilweise neue durch die Gegend gezogen und da könnte ich straight 100 fahren. Bei den Landstraßen fahren die ganze Zeit 20, 50, 30, 100, 20, 30, 40, 50. Ja, das kannst du auch gewesen sein. Ja, die fahren 80 maximal, glaube ich, oder 100, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe meine Fernbusse alle auf 100 ausgelegt. Ich habe die auf... Ich habe ja sogar LKWs eingesetzt, aber die kamen zu spät, dass sie noch irgendwas gebracht haben. Wann wäre denn der erste LKW angekommen? Hier wäre der erste LKW angekommen. Der ist kurz davor anzukommen in Talhofen, dann hätte ich noch die ersten... Rohstoffe in die Städte bekommen, weil ich dachte, ich könnte die Städte noch ein bisschen ausbauen, aber es war zu spät. Mit Fahrzeugen ist das halt echt langsam, ne? Mit LKWs und so. Ja. Schreibt, wie ihr es gefunden. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Oder hast du noch was zu erzählen gehabt? Habe ich noch was vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Sehr gut. Also, okay, wenn ihr noch Ideen habt, was wir machen können, also auch an neuen Maps so gesehen oder an Challenges noch für diese Map, dann gerne damit in die Kommentare. Und vielleicht haben wir nächstes Mal auch einen Gast dabei. Wir arbeiten dran. Diese Folge war ein bisschen spontan in der Aufnahme, deswegen denke ich mal, dass es nicht geklappt. Aber, oder hat nicht geklappt, wie ihr gemerkt habt. Aber ich denke mal, vielleicht der ein oder andere YouTuber wird bestimmt auch nochmal vorbeischauen. Haben sich zumindest Leute angefragt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.